In einer Schweizer Fachzeitschrift fand Friedel Borst einen Artikel über die Sparlinger S-18-3. Dieses Flugzeug faszinierte ihn so sehr, dass er es im Maßstab 1:3 nachbaute. Yellow Symphonie, so hat Friedel Borst den Artikel genannt, den er geschrieben hat über dieses Modell. Friedel, was war der Grund dafür? Naja, erstens mal, ich habe sie gelb rauslackiert und es ist ein Oldtimer, der wunderschön fliegt. Es ist ein Nachbau, der von 1939 von Jakob Spallinger in der Schweiz konstruierten S-18-3. Das Original war ein Schweizer. Weißt du, wie viele Exemplare davon gebaut worden sind? Diese Maschine ist also in einer Stückzahl gebaut worden, die etwa bei 60 in der Schweiz gebauten Flugzeugen lag. Und mit allem drum und dran, Spallinger hat auch damals noch Lizenzen vergeben, könnten das so 80 bis 90 insgesamt gewesen sein. Weißt du zufällig auch etwas über die Daten? Also ich denke, bei der Rumpfform und bei der Flächendicke, das Ding muss doch einen Widerstand haben wie ein Backstein. Weißt du etwas über die Gleitzahl? Der Spallinger hat dieses Flugzeug nicht auf gutes Gleiten oder auf Streckenflug ausgelegt, sondern Spallinger stand damals auf dem Standpunkt, ein gutes Allround-Segelflugzeug zu machen. Du hast das Original nachgebaut, in welchem Maßstab? Das ist 1:3 im Maßstab und der Rumpf ist aus GFK. Er ist wohl mit Holz innen alles verkleidet. Man kann das nicht auf den ersten Blick sehen, aber diesen Rumpf haben wir die Schweizer Kollegen auch besorgt aus der Schweiz. Den Rumpf hast du von den Schweizern bekommen und die Tragflächen hast du selber gebaut. Für welches Profil hast du dich entschieden? Ich dachte mir, ich wollte auch mehr im Schleppflug verwenden und bin dann auf das 3% gewölbte Epple 201 gegangen bis zum Knick. Die Maschine hat ja einen leichten Knick. Und ich habe dann von dem Knick aus das Epple 193 verwendet. Und hat sich das bewährt? Das hat sich sehr bewährt. Die Thermik wird wunderbar angenommen. Und sie fliegt sehr langsam und man kann sie aber auch flott machen bis zum gewissen Grad. Wie ist denn die Spannweite und wie ist das Gewicht von dem Modell? Also die Daten sind ja alle über den Bericht im Heft zu sehen. Die Maschine hat, wie sie hier steht, 10 Kilo Fluggewicht
bei einer Gesamtflächenbelastung von 62 Gramm pro Quadratdezimeter und die Spannweite beträgt in meiner Version 4,95 Meter. Die Tragfläche hast du selbst aufgebaut in der klassischen Holzbauweise oder wie hast du es gemacht? Ach, da habe ich ein bisschen geschummelt halt eben dabei, um die Bauzeit ein bisschen abzukürzen. Die ganze Fläche ist eben auch geschnitten worden aus Styropor. Der vordere Bereich des Flügels ist also beplankt bis zum Klappeneinbau mit verschliffener Nasenleiste. Ist alles original aufgebaut wie ein Styroporflügel. Und das Hinterteil von dem Tragflügel ist dann in dieser Styroporschale in Rippenbauweise angesetzt worden. Ich möchte mich da auch nochmal so bei den ganz hundertprozentigen Holzwürmern ein bisschen entschuldigen. Aber ich konnte dadurch die Bauzeit um ein halbes Jahr abkürzen und freue mich, dass ich auf diese Art nach anderthalb Jahren Bauzeit zu so einem Bomber gekommen bin. Ja, ich kann nur sagen, ich verzeihe dir das und sage Glückwunsch und danke fürs Interview. Bitteschön, gern geschehen.